Guten Morgen, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Dass ich als Erster dran bin, hat nichts damit zu tun, dass ich früh aufstehe. Irgendwie wurde mir das zugelost und das habe ich seit letztem Jahr geerbt und beibehalten. Erste Frage, gewinnt Österreich, habe ich mit Ja beantwortet. Die zweite Frage, effizient verwaltet oder nicht, habe ich mich enthalten, weil ich kenne so ein bisschen die Ergebnisse der Studie und ich werde es Ihnen dann nachher sagen. So, das ist okay. Wir haben im Vorfeld eine Studie durchgeführt und als erstes zum Einstieg mal Fuhrpark. Der Fuhrpark unterliegt wechselnden Einflussfaktoren. Das sind politische Sachen. Wir haben das in den letzten Jahren gehabt mit 11 Steuererhöhungen in 10 Jahren oder sowas, auf die Sie als Fuhrparkleiter eingehen müssen und reagieren müssen. Umweltfaktoren werden immer wichtiger. Es gab vom Bundesumweltamt eine Studie, wo man sagt, ab 2020 vielleicht nur noch Elektroautos. Norwegen hat das ein bisschen getoppt und hat gesagt, ab 2025 wollen wir überhaupt nur noch Elektroautos zulassen, keine Verbrennungsmotoren mehr. Also es passiert hier einiges in dieser Richtung. Die Diskussion, das hat auch der Klerici gesagt, Elektroautos, aber dann gibt es Hybrid oder Wasserstoff ist im Kommen, Erdgasfahrzeuge, warum sind die nicht so verbreitet, weil sie sind effizient und gut. Das selbstfahrende Auto, was ist mit der Vernetzung, wird immer wieder diskutiert. Durchbruch nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Ich glaube, ich persönlich bin der Meinung, dass wir das also frühestens Mitte des nächsten Jahrzehnts erleben werden, weil technisch ist es noch eine Herausforderung und genauso rechtlicher Natur. Abgasproblematik erleben wir ja seit letztem Jahr, was auch dazu führt, dass man andenkt, die Normverbrauchszyklen, die wir heute haben, stimmen nicht mit dem überein, was die Fahrzeuge tatsächlich verbrauchen. Es gibt hier große Abweichungen. Man denkt darüber nach, die zu ändern, was in Österreich aber auch andere Auswirkungen hätte, weil dann würde die NOFA neu berechnet werden. Das würde wieder zu einer neuen Steuerbelastung führen, würde das Auto wieder verteuern. Die Ziele der EU mit 95 Gramm Abgasemissionen im Jahr 2020 würden dann auch nicht mehr zu halten sein. Also auch keine leichte Problematik. Und Versicherungsthematik, Schaden, das ist schon ein langes Thema. Auch hier könnte einiges zukommen, wie in Deutschland die UVV, die Unfallverhütungsverordnung. Also Sie als Fuhrparkleiter sind hier sehr gefragt. Aber es gibt zum Glück noch Konstante im Fuhrparkwesen, nämlich dass die Kosten meistens eine der Top 5 sind, Sie als Fuhrparkleiter viel Arbeit haben und das Thema Auto hoch emotional ist. Das wird sich wohl nie ändern. Die Fleet Convention wurde schon eingangs erwähnt, da brauche ich dann heute nicht mehr darauf einzugehen. Das Einzige ist eben, dass Ihre Aufgaben sehr komplex sind und eben sehr viel Geld kosten. Zu der Studie, die wir im Vorfeld abgehalten haben. Wir haben das im Internet gemacht mit 47 Fragen im Zeitraum von April bis Juni 2016. Und wir hatten über 100 Teilnehmer, die hier geantwortet haben. Anzahl der Fahrzeuge, von denen, die es angegeben haben, war über 5000. Ich habe es mir da mal angeschaut. Ich glaube, es waren schon fast 10.000, die da teilgenommen haben. Von den Fuhrparkgrößen her, von einem Fahrzeug bis über 1000, also vom kleinen Unternehmen, es waren sehr viele KMUs dabei, bis hin zu den richtig großen Fuhrparks. Die Fragestellung, was ist Effizienz im Fuhrpark und welche Trends gibt es daraus? Was ist Effizienz? Wir haben hier Beantwortungen bekommen, 260 verschiedene Aussagen, was ist Effizienz im Fuhrpark? Wir haben sie subsumiert in 15 Begriffen. Ich habe vorher auch nochmal nachgelesen. Effizienz gibt es mehrere Erklärungen in der Statistik, in der Informatik, im Wirkungsgrad von Motoren oder im Pareto-Optimum. Wir haben uns für das Wirtschaftlichkeits- oder für die Wirtschaftlichkeit entschieden, das heißt Input zu Output oder kurz Kosten Nutzen. Und diese 15 Bereiche, die wir genommen haben, kann man auch hier ein bisschen zusammenfassen, zum Beispiel Kosten und TCO. Weil TCO, Vollkosten eines Fahrzeugs, sind Kosten. Es wurde aber in verschiedenen Bereichen geantwortet, darum haben wir diese Sachen auch auseinandergehalten. Das zweite Thema ist Umwelt. Auch hier
das Thema Umwelt direkt oder wenn jemand gesagt hat, ich möchte Verbräuche reduzieren oder CO2 senken, was nichts anderes ist, als weniger Verbrauch zu haben, erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder auch alternative Antriebe, das spielt alles rein in das Thema Umwelt. Und wenn man es zusammennimmt, TCO und Kosten, sind das immerhin knapp 52%, würden wir den Verbrauch, der ja auch nichts anderes heißt als Kosten senken, anführen, dann kämen wir auf 58%. Das Thema Umwelt ist mit 17% weit hinter den Kosten zurück. Dann haben wir gefragt, haben Sie schon Effizienzmaßnahmen in Ihrem Unternehmen durchgeführt? 15,9, also 16% haben gesagt, nein, das Thema interessiert uns nicht, wir sind scheinbar gut aufgestellt. 85% oder 84% haben gesagt, ja. Was auch in dem Zusammenhang interessant ist, Energieeffizienzgesetz, das letztes Jahr auf die Beine gekommen ist. Hier habe ich gestern gehört, haben sich 2000 Unternehmen registriert, die gesagt haben, wir müssen Energieeffizienzmaßnahmen setzen. Das ist eine etwas schwierigere Folie. Mit welchen Effizienzmaßnahmen haben Sie sich bereits im Fuhrpark beschäftigt? Hellgrün heißt, ja, wir haben das gemacht und wir haben dieses umgesetzt. Das dunklere Grün ist, es ist in Umsetzung. Das Orange heißt, wir überlegen, diskutieren dies. Und das Dunkelgelb heißt, es kommt gar nicht in Frage. Und wenn man sich gleich mal das erste anschaut, verbrauchsoptimierter Fahrzeuge, da liegen wir bei 60%, die das bereits gemacht haben. Und wenn wir sagen, die es in der Umsetzung haben, ist es bei knapp 80%. Und ich möchte jetzt nicht alle diese Bereiche durchgehen, sondern wir haben nur ein paar rausgegriffen. Zum Beispiel Effizienz heißt Verbesserung im Reporting und Controlling. Das heißt, ich habe meine Zahlen im Griff, ich weiß, wo etwas passiert, ich weiß, wo meine Hebel sind, wo ich ansetzen kann. Meiner Meinung nach wirklich ein wichtiger Faktor. Das nächste ist eben Beschaffung von kleineren und schwächeren Fahrzeugen, das sogenannte Downsizing. Findet nicht sehr viel Zustimmung. Man sieht, der dunkelgelbe Balken ist sehr hoch, kommt nicht in Frage, weil wie gesagt, Autos sind Emotionen und da möchte man sich sicherlich nicht mit dem auseinandersetzen, dass man die Diskussion hat, warum gibt es heute kleinere Fahrzeuge. Der nächste Punkt, der uns erstaunt hat, ist Anreize für den öffentlichen Verkehr zu schaffen. Auch hier ist die Zustimmung nur bei etwas über 20%. Ich denke mal, in Wien hat der öffentliche Verkehr sehr gute Möglichkeiten. Auch wenn ich an die Bahn denke, mit der ÖBB in 2 Stunden 20 in Salzburg, da tun sie sich mit dem Auto schon ziemlich schwer. Vor allem, man kommt stressfrei an, entspannt und es ist auch relativ kostengünstig. Also das erstaunt uns sehr, dass die Unternehmen hier nicht stärker eingehen. Entschuldigung, das war Spritspartraining. Entschuldigen Sie, ich kann die Grafik von hier aus nicht so gut sehen wie Sie da oben. Spritspartrainings. Spritspartrainings sind eigentlich die einfachste Methodik, Geld zu sparen, weil es relativ unaufwendig ist, es kostet wenig Geld und hat einen sehr hohen Effekt. So, den öffentlichen Verkehr hatte ich gerade schon behandelt. Und dann haben wir noch unten die letzten beiden Punkte, das sind alternative Fahrzeuge und alternative Antriebe. Und da hat uns etwas erstaunt. Alternative Antriebe hat eine relativ hohe, vergleichsweise höhere Zustimmung als die alternativen Treibstoffe, was aber im Prinzip die gleiche Frage ist. Weil wenn ich sage, ich steige um auf ein Gasfahrzeug, dann habe ich auch Gas als alternativen Antrieb. Also da war es etwas erstaunlich, dass die Beantwortungen doch so auseinandergegangen sind. Optimierungspotenziale im Fuhrpark, da kommen wir jetzt zu der Frage, über die Sie abgestimmt haben. Wie ist es, gibt es Optimierungspotenziale? Ja, nein. Das heißt, wenn jemand sagt, es gibt welche, dann führt er den Fuhrpark nicht so gut. Wenn er sagt, ja, ich weiß, wo Sie sind, dann ist er gut unterwegs. Und wenn er sagt, nein, es gibt keine, ist er eigentlich top. Sie sehen die Zahlen vom Vorjahr. Und dieses Jahr war es so, dass 13,8 gesagt haben, ja, ich sehe Potenziale. Ja, ich weiß, sind 108,6 und 77,6% sind der Meinung, es gibt keine Potenziale. Das heißt, der Fuhrpark ist gut gemanagt.
Studienteilnehmer waren etwas anders unterwegs, als Sie vorhin geantwortet haben. Müssen wir mal schauen, was da passiert ist. Vielleicht waren nicht alle Studienteilnehmer heute hier oder umgekehrt. Welche Kennziffern sind wichtig, wenn ich über das Thema Effizienz rede? Und wir haben uns das angeschaut und haben gesagt, aus Sicht eines Beraters, der Effizienz in den Fuhrpark bringen muss, ist das eigentlich eine wirklich tolle Beantwortung, weil der Punkt Euro pro gefahrenen Kilometer, TCO, ist auch unserer Meinung nach der wichtigste Faktor, gerade im Alltag. Sie können die Präsentation auch morgen gerne runterladen. Sie brauchen das nicht alles fotografieren, können Sie auch bei unserem Stand haben. Die zweite Sache, Anschaffungswerte von Fahrzeugen sehen wir nicht so als prickelnd und wichtig, vor allen Dingen nicht im Alltag. Aber die anderen Punkte sehen wir als extrem positiv an. Vor allen Dingen auch CO2 und Treibstoffverbrauch hier wieder. Wartungskosten dann in der vierten, fünften Position. Schadensanzahl und Prämie. Auch diese beiden Punkte, nur sie haben eine Korrelation. Ich brauche über meine Prämie nicht diskutieren mit der Versicherung, wenn die Schäden nicht stimmen. Oder umgekehrt, habe ich meine Schäden im Griff, dann kann ich auch auf die Prämie einwirken. Untersuchung, die wir gemacht haben, ist, die Prämie, die ich in der Versicherung zahle, ist ein Bruchteil von dem, was mir ein Schaden kostet. Also es ist wichtiger, an den Schäden zu arbeiten, als an der Prämie. Die geht dann automatisch, aber da werden Sie, Herr Feig, glaube ich, auch noch gleich dann noch was zu erzählen über Thema Schaden, ne? Bisschen, okay. Und den letzten Punkt, den wir hier zusammengefasst haben, ist Nebenkosten und Zinsen. Und da war ich auch sehr froh, dass das an 9. und 10. Stelle kommt, weil das sind wirklich die Punkte, die am wenigsten auf die Vollkosten Einfluss nehmen und auf die Effizienz. Nur, dass Sie ein Gefühl haben, die Nebenkosten machen bei den TCOs nicht mal 1% aus. Also wenn Sie hier was ändern, 10% ändern, haben Sie 0,1% Ihrer Fuhrparkkosten geändert. Und die Zinsen heute, die bei Null stehen, da werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr sehr viel machen können. Also die Bewertung hat uns erstaunt, unterstreicht dann aber auch wieder Ihre Beantwortung, dass die Fuhrparks gut gemanagt sind, weil diese Antworten sind unserer Meinung nach wirklich top. Auch vor allen Dingen, wenn man die Gewichtung dann sieht. Die Frage Umwelt und Nachhaltigkeit. Der Clearage hat gesagt, jeden Tag Elektroautos in den Medien, das Thema Umwelt ist sehr präsent. Im letzten Jahr haben Sie gesagt, 82%, die Umwelt ist für uns wichtig oder sehr wichtig. Und nur 17,8% waren der Meinung, das Thema ist nicht so wichtig. Das Bild hat sich dieses Jahr erstaunlicherweise etwas geändert. Von 82% auf unter 75%. Und 25% haben gesagt, nein, das Thema ist eigentlich nicht so wichtig. Aber wie das halt so bei Statistiken und Befragungen ist, die zweite Frage, die wir dann auch gestellt hatten, die Reihung nach Wichtigkeit. Und im letzten Jahr war ganz klar die Kosten das wichtigste Thema, dann die Organisationseffizienz, Umweltnachhaltigkeit war dritte und vierte Stelle zusammen mit dem Image. In diesem Jahr war es so, die Kosten sind von 1,24 auf 1,60, also sie sind schlechter geworden, das heißt nicht mehr so wichtig. Auch die Organisationseffizienz hat an Wichtigkeit verloren. Gewonnen hat die Umwelt und Nachhaltigkeit. Sie ist also von 3,04 auf 2,66 und hat damit die Organisationseffizienz überholt und ist jetzt bereits an zweiter Stelle. Also auf der einen Seite sagt man, Umwelt ist nicht so wichtig, aber hier gewinnt es doch wieder an Wichtigkeit. Das ist das Schöne an Umfragen und Statistiken. Man kann sie in jede Richtung interpretieren. Die nächste Frage zielte eben auf Elektromobilität. Und welche Vorteile sehen Sie hier? Hier war ganz klar die Vorsteuer, die reduzierten Treibstoffkosten, ist logisch. Und es gibt dann nach dem Sachbezug, der durch die Steuerreform hier in den Fokus gekommen wird, einen ziemlichen Sprung von 3,6 dann auf 5,2 und die letzten Punkte wurden nicht so als wichtig gesehen. Sachen wie Versicherungsprämien. Erstaunlich ist, dass die Reduktion des Sachbezuges für Mitarbeiter an vierter Stelle gereiht wird, aber die Reduktion der Lohnnebenkosten, die auch nicht unwesentlich ist, hier erst an siebter Stelle kommt.
Dann haben wir noch gefragt, wie sehen Sie Elektrofahrzeuge? Und 40% sagen, Elektrofahrzeuge sind teurer als konventionelle Fahrzeuge, was in der Anschaffung heute sicherlich stimmen mag. Wenn man die Betriebskosten anschaut, dann ist das wohl nicht mehr so richtig. Und ich hatte gestern Abend das Vergnügen, auch mit dem Herrn Koch zu reden, der ja heute auch hier im Podium diskutieren wird, der seinen Fuhrpark umgestellt hat auf Elektrofahrzeuge. Er hat gesagt, seine Treibstoffkosten sind um 83% gesunken. Dafür sind die Stromkosten um 200% gestiegen. Die Instandhaltung ist um 40% gesunken, die Batteriekosten um 800% nach oben gegangen. Beeindruckende Zahl. In Summe ist die Kostenreduktion der Elektroflotte gegenüber einer konventionell getriebenen heute bei ihm bei 40%. 40% Kostenreduktion. Sie sind der Meinung, 17%, dass sie gleich teuer sind und 19% sagen, sie können dazu keine Antwort geben, weil sie das nicht wissen. Dann haben wir gefragt, wie ist die Erfahrung mit Elektrofahrzeugen? 52% haben Erfahrungen gemacht, 47% haben positive Erfahrungen gemacht und 52% haben negative Erfahrungen gemacht. Dann haben wir mal gefragt, bei den positiven Erfahrungen, was waren diese? 30% haben gesagt, überrascht, wie die Reichweite funktioniert. Das ist super, ich komme damit klar durch. Gegenzug haben auch 30% gesagt, Elektroautos sind super Stadtfahrzeuge, da sind sie toll geeignet, da komme ich überall hin. Immerhin 23% haben noch gesagt, positive Erfahrungen und Überraschungen in dem Bereich der Kosten. Und 15% haben gesagt, Elektroautos fahren sich einfach super, es macht Spaß damit zu fahren. Die negativen Erfahrungen waren 50% Reichweite ist nicht ausreichend, ich schaffe meine Fahrziele nicht und das Elektroauto deckt meine Mobilität nicht ab. 33% haben gesagt, ich bin mit den Kosten unglücklich und 16,7% haben gesagt, Elektromobilität hat ein Problem mit der Infrastruktur, Ladestationen, Dichte der Ladestationen ist ein Thema, die ist sicherlich nicht so schlecht, aber was ist los, wenn ich zur Ladestation komme und die ist besetzt, dann hilft es mir auch nicht weiter. Keine Erfahrung mit E-Fahrzeugen, haben wir gefragt, warum haben Sie keine E-Fahrzeuge, was hält Sie davon ab, sich damit auseinanderzusetzen? Und auch hier wieder klassische Thema, 40% sagen die Reichweite. Ich glaube nicht, dass das für mein Unternehmen funktioniert. 12% sind der Meinung, dass die Infrastruktur nicht ausreichend ist mit den Ladepunkten, um hier wirklich Mobilität zu erhalten. 33% sind der Meinung, dass es von den Kosten sich nicht ausgeht. 6% haben gesagt, zu lange Ladezeiten, das ist nicht sehr effizient. Und 9% überlegen einen Kauf, sie schauen, geht's nicht. Dann haben wir noch gefragt, wie schaut es aus, die Steuerreform 2016, die gekommen ist, die eine klare Bevorzugung von Elektrofahrzeugen hat, null Emissionen, hat auch Vorteile. Was hat sich in dem Fuhrpark geändert? Wie haben die Fuhrpark-Leute auf dieses Thema reagiert? Der größte Anteil mit 40% haben gesagt, wir haben die Anschaffung geändert. Bei uns ist ein Limit von 130 Gramm. Damit wir eben noch in den Sachbezug mit 1,5% reinfallen. Ich meine, das gleiche Thema ist im Prinzip die zweite Beantwortung mit 16,9. Immerhin 9% haben gesagt, es gibt keine Auswirkungen bei uns, wir machen alles gleich weiter. Elektrofahrzeuge sind 9%, die Vorsteuer, die eigentlich der größte Hebel bei den Elektrofahrzeugen ist, kommt hier erst an fünfter Stelle. Und Downsizing, Car Policy und diese anderen sind dann verschwinden. Interessant ist, dass das Thema alternative Antriebe hier so weit hinten landet. Dann haben wir noch gefragt, Interesse an Elektrofahrzeugen seitens der Mitarbeiter, weil der Sachbezug fällt weg und wir haben das mal durchgerechnet, wenn ein Mitarbeiter ein Bruttoeinkommen von 3.500 Euro im Monat hat, und Sie kaufen ihm ein Elektrofahrzeug für 30.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer, dann ist die Steuerersparnis bei ihm im Jahr rund 3.600 Euro, was einer Gehaltserhöhung von 13,1%
entsprechen würde. Also doch ein sehr erkläglicher Betrag. Aber das Interesse, wie man sieht, mit 37% hält sich hier sehr zurück. Da ist die Frage, wie weit die Leute hier überhaupt informiert sind, welche Auswirkungen das für sie persönlich hätte und welche Kosteneinsparungen sie hier erzielen könnten. Wir haben es mal dann zu Ende gerechnet. Wenn Sie die ganzen Förderungen nehmen von Ländern, Vorsteuerabzug, Entfall der Lohnnebenkosten, ist die gesamte Elektromobilität in 4 Jahren bei einer Einsparung von ca. 28.000 Euro. Das heißt, im Prinzip amortisiert sich das Fahrzeug hier von selber. Also so viel dann wieder noch zu den Kosten. Wenn man dann ein Resümee aus dem Studie zieht, ist Effizienz einfach das Thema Kosten. Wie auch immer ich dorthin komme, ob es jetzt über Reporting ist, Downsizing, Sachbezugsänderungen, aber im Vordergrund stehen immer wieder die Kosten. Die Umwelt ist ein Thema, das wichtig ist, das aufgenommen wird, aber im Unternehmensbereich stehen die Kosten im Vordergrund. Das heißt, Umwelt ja, aber nur, wenn es mich nicht mehr kostet und nicht meine Mobilität einschränkt, weil das Fahrzeug dient dazu, meine Leute mobil zu halten, um ihre Tätigkeit auszuüben. Und da sind Unternehmen sehr wenig und experimentierfreudig und sagen, Mobilität ist wichtig und wenn sich was bewährt, dann können wir das gerne machen. Das war so das Resümee aus der Studie, die wir gezogen haben. Noch kurzen Ausblick, bevor die Fleet Convention 2017 die nächste Studie kommt, haben wir uns auch noch einiges vorgenommen. Wir werden das Fuhrparkhandbuch planen wir neu aufzulegen und aus diesen Studien und Ergebnissen, die wir hier haben, auch Seminare, Workshops anzubieten, zusammen auch mit Flotte und Wirtschaft hier in diese Richtung Fachvorträge zu machen, um eben das Thema Fuhrparkmanagement, Effizienz und solche Sachen hier weiterzutragen, nicht nur einmal im Jahr im Rahmen der Fleet Convention, sondern auch in laufenden Schulungen. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, auch dass Sie an der Studie teilgenommen haben und wünsche Ihnen noch einen informativen und schönen Tag. Dankeschön.